Rektal, Rektal, Rektal. Und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer neuen Ausgabe angespielt, und zwar Dark Souls 3. Krass, krass. Ja, wer sich noch daran erinnert vielleicht, wir hatten mal das Format angespielt, beziehungsweise ich habe das damals noch auf Psycho Games TV, ein Channel, der gar nicht mehr existiert, gemacht, dieses Format. Und da habe ich mir ein Spiel geschnappt, das einfach mal angespielt. Das Ganze kehrt jetzt in leicht abgeänderter Form zurück. Vielleicht seid ihr jetzt hier, weil ihr schon den Zusammenschnitt gesehen habt und ja, das kleine, etwas toughere Eindrücke-Video von Dark Souls 3. Denn das wird es jetzt immer noch vorab geben. Und für alle, die sonst noch interessiert, Gameplay hier mit mir. Und ja, ich habe einiges zu sagen. Ich habe das Spiel zum ersten Mal gestartet und ich habe seit Dark Souls 1, was jetzt für mich, glaube ich, fast oder über schon ungefähr 3 Jahre her ist, auf jeden Fall kein Dark Souls mehr gespielt. Das heißt, das wird jetzt gleich krass. Aber ich hatte sehr viel Bock auf Dark Souls 3 und bin gerade auch so ein bisschen, huiuiui, schon richtig, richtig Bock drauf. Ja, und ansonsten bin ich mal sehr gespannt. Ist ganz lustig. Ich habe mich, glaube ich, damals auf SGTV auch angespielt mit Dark Souls 1 damals gemacht. Naja, but anyway, wir drücken jetzt irgendeinen Button. Press any button. Muss wahrscheinlich mit der Xbox synken. Who are you? Ich bin doch schon angemeldet. Ja. Begin play with Blue, ja. Gut, okay. Oh Gott, diese Musik allein schon hier. Uiuiui. Ja, bin sehr gespannt. Ich werde jetzt, glaube ich, auch echt verkacken. Also, echt verkacken. Ich habe natürlich auch schon einige Sachen zu Dark Souls 3 gesehen, wobei ich mir bei Trailern noch nicht so viel angesehen habe. Gameplay habe ich allerdings schon das ein oder andere gesehen, was mich halt dann auch wieder so zurück zu Dark Souls gebracht hat. Weil Dark Souls 2, weiß ich nicht, hat mich irgendwie nicht so angemacht. Aber gut. Eigentlich wollte ich auch immer mal Demon's Souls nachholen, bla, und ja, Bloodborne hätte ich spielen wollen, hatte aber dann keine PS4 und ach, keine Ahnung. Wie lange dauert das denn jetzt her? Mein Gott! Schnitt! Ja, wir starten das Spiel jetzt wohl im Offline-Modus, weil irgendwas hier nicht funktioniert. Kann auch sein, weil ich lade das Spiel gerade noch fertig runter. Ich bin gerade bei 80% oder so. Und ja. Genau. So. Offline, bla bla. Wir gucken jetzt hier nochmal kurz System. Einstellungen, bla bla bla. Was wollte ich jetzt hier? Hat Music. Alles gut. Ein Dragon ist. Dragon invisible. Oh, da muss ich das ja so dunkel machen. Hilfe, das wird furchtbar. Was wollte ich denn hier eigentlich machen? Ja, gut, es wird alles auf Englisch sein, ne? Hoffe ich mal. Subtitles sind an. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen uns gar nicht mehr lange im Hauptmenü aufhalten und starten jetzt ein neues Spiel. Oh, das haben wir doch jetzt schon. Next. Jetzt müssen wir... ja, gut, dann war ich wohl doch etwas zu schnell. So. Intro. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire. Lords go without thrones.
Eldritch, Saint of the Deep. Farron's Undead Legion, the Abyss Watchers. Reclusive lord of the profaned capital. Yon the Giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Episches Intro, ja, hat mir sehr gut gefallen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sehr cool auf jeden Fall, erinnert natürlich auch an Dark Souls 1, ich glaube, das ist auch dieselbe Stimme und vor allem so derselbe Style, dass man halt schon so sieht, was einen so erwartet im Spiel, was für krasse Bosse und Shit. Wobei ich sagen muss, wir sind hier in der Charakterstellung, by the way, beschäftigen uns erstmal damit. Age, Young, machen wir mal, Mature, Class ist gleich wichtig. Burial Gift. Da habe ich ja gehört, dass. Was soll da geil sein? Hier, Fire Gem. Man soll wohl alles auch im Spiel später noch bekommen. So wie eigentlich immer bei diesen super Special Items, die man. Oder diesen Geschenken, die man in Dark Souls am Anfang hat. Aber ich denke, ich nehme den Fire Gem, weil der wohl schon gut sein soll am Anfang. Und ich brauche bei meinen Skills aktuell wahrscheinlich jeden Vorteil, den ich so kriegen kann. Klasse. Ich muss tatsächlich sagen, ich werde wahrscheinlich, hier nochmal alle Klassen so kurz im Überblick, den Knight hier nehmen einfach. Schwere Rüstung, Schwertschild, gefällt mir alles gut. Man könnte hier das dann natürlich auch eher in Richtung Strength und so, hier mit so einem Assassin oder so ein bisschen mehr Dexterity-Shit machen. Oder ein bisschen hier verschiedene Arten der Magie. Ja, einmal hier Holy Magie gibt es ja, glaube ich. Pyromantie und dann so Hexerei heißt das doch, glaube ich. Genau, aber ich bin auch kein absoluter Pro, was Dark Souls angeht. Wenn ihr krasse deutsche Dark Souls Action sucht, dann kann ich euch zwei Dinge empfehlen. Einmal natürlich den Brugar, wer ihn nicht kennt. Und dann nochmal... knallhart durchgenommen, wobei knallhart durchgenommen auch für mich so eine Mischung zwischen, sie wissen, wovon sie reden, aber es ist auch unterhaltsam einfach. Was jetzt nicht heißen soll, dass Brugger nicht unterhaltsam ist, aber, Gott, you know what I mean. Lassen wir den so. Oh, wir können das Gesicht hier so standardmäßig müssen. Was ist das? Okay, I guess. Was ist das für Hautfarben? Hilfe! Okay, gut. Weiß nicht. Der hier vielleicht? Dann machen wir doch mal das. Das sieht doch schon okay aus. Small Head, Big, Large Head. Machen wir mal Burly. Burly ist gut. Etwas stattlich, stand, ach, keine Ahnung. Genau, natürlich auf Englisch. Name. Wie nennen wir den Kompanen denn mal?
Genau, ich nehme jetzt wieder meinen Oldschool-Rollenspielnamen, obwohl ich finde, dass der inzwischen ziemlich beschissen klingt. So, aber einfach der Tradition willen. Salunim. Hieß ich damals auch bei, hieß mein erster Charakter, als ich damals mal für ein halbes Jahr ja nur, aber trotzdem habe ich mal WoW gespielt. Und auch damals, als ich Oblivion gespielt habe und alles eigentlich so habe ich den, weiß ich gar nicht mehr. So, okay, ich denke, wir haben es eigentlich. Soweit. Okay. Gut, dann halten wir uns damit auch nicht weiter lang auf und gehen direkt rein. Los! Was ich noch sagen wollte, genau. Was mir an Dark Souls auch immer sehr gut gefallen hat, weswegen ich Dark Souls 2 zwar nicht gespielt habe, mich trotzdem sehr dafür interessiert habe, war einfach der Style so von der Welt und die Atmosphäre und bla. Viele reduzieren Dark Souls ja auch gerne auf die Challenge, weil die Bosse so krass sind und überhaupt und generell das Spiel so krass ist. Aber das finde ich nicht, das ist bei weitem nicht das Einzige, was das Spiel ausmacht. Das ist so ein bisschen Teil, aber finde den Style geil, so das Gameplay an sich, auch wenn es halt Stellen gibt, die mal nicht so schwer sind, ist einfach cool. Und ja, genau. Das wollte ich nochmal so loswerden. Zu Beginn. Und da sind wir hier aus irgendeinem Grab. Stein, Baum, was auch immer, wo wir hier auch gerade sein mögen. Ist doch sehr dunkel. Vielleicht soll ich es doch nochmal her. Ja, ich muss mal gucken. So. Oh Gott, oh Gott. Bin mir auch ein bisschen aufgeregt, ne? Commentary of Fash. Oh Gott, ich muss erstmal wieder ins Gameplay reinkommen. Erstmal hier ganz viel bewegen. Oh Gott, wo macht man überhaupt was? Ist das der harte Schlag? Ja. Softer Schlag. Okay, das ist Parry. Das ist Blocken. Gut, Rolle ist, denke ich mal, wo ist Rolle? Oh fuck! Ja. Da seht ihr, wenn man mal alle Tastennamen ausprobiert, ist gar nicht mal so klug. Hier ist die Rolle. Ah. Okay. So, was haben wir hier? Ah, dann kann ich zwei nicht nehmen. Gut, okay. Kann ich die Kamera zentrieren? Okay, okay, ich denke mal, Learning by Doing. Ah ja, okay, hier steht da nochmal alles rum. Das sind diese Tutorial-Nachrichten. Da wir offline sind, haben wir keine anderen Nachrichten. Genau, es gibt auch wohl wieder sowas wie Mana, da kann man auch irgendwie, warte mal, wie geht denn diese Stance? So. Genau, da kann man so verschiedene Specials mit Waffen machen. Und das kostet dann auch Mana. Okay, da vorne ist der erste Gegner. Ich würde sagen, Schild raus. Und los geht das hier. Oh, fuck it. Oh, mit einem Schlag tot. Okay. Okay, I guess. Warte mal, ich habe hier direkt zwei Wege, das ist nicht gut. Wo geht's denn? Ah, verdammt, da! Doch, eigentlich ist das schon gut, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich lang gehen soll, natürlich. Das ist die Oh, hier liegt ein Item. Ein Item. Das ist gut. Kann ich nicht auch irgendwie sprinten? Das ging doch irgendwie, oder nicht? Soul of Blabla. Ja, das sind quasi so Seelen, sind ja die Währung und das, womit man skillt und alles eigentlich. Aber ich denke, inzwischen kennt jeder Dark Souls, oder nicht? So, diese grundlegenden Dinger muss man jetzt nicht mehr erklären, ich weiß nicht. Fuck it. Was steht denn hier noch so? Backstep B. Okay. Ach so. Ach so, ich dachte, die meinen Backstep, Backstep. Ah ja, sehr cool. Ah, und wenn ich B gedrückt halte, kann ich auch sprinten. Da ist ein Kumpane. Puh. Oh Gott, oh Gott. Ist ja auch mal der Clou von Dark Souls, noch ein Item. Ah, das ist dieser Mana Estus Flask. Also wir haben ja diese Heilflasche, den Estus Flask oder Estus Flacon zu Deutsch. Und den gibt es jetzt auch für Mana. Und dann kann man sich immer aussuchen. Wir können ja jetzt aktuell drei nehmen. Ich habe ja schon einen verschwendet. Ob wir dann zwei Leben und einen Mana haben oder drei Mana oder was für Kombinationen auch immer uns da einfallen. Parry. Soll ich mal versuchen, den zu parryen? Ui, okay. Wir versuchen es einfach mal. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich töte ihn dann lieber mal schnell, bevor er mir wieder unendlich Damage macht und ich hier peinlich am Anfang direkt verrecke. Weil das fände ich irgendwie, weiß ich nicht. So ging der Kick. Nee, warte mal. Hä? Moment. Oder warte, geht das so? Nein. L plus RB. So nicht. So nicht.
Ah, so. Ah, okay. I see, I see. Die ganzen Dark Souls Pros unter euch werden sich jetzt den. Oh, fuck, der hat einen Bogen. Crazy Motherfucker! Ne, eine Armbrust. So. Oh ja, der Rektor ist ja wohl auch wieder da. Hihi. Rektor! 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 Was sind das überhaupt für Kumpanen hier? So. Undead? Yes, indeed. Das finde ich auch so geil. Das ist das Erste, was du mir im Traum einfach gesagt hast. Yes, indeed. Two-handed, bla bla. Use wild. Ach so, ja. Hallo, mein Freund. Reposten. Hat nicht geklappt. Shit. Ich verliere dann immer Leben. Das ist nicht gut. Ich habe jetzt so schon noch die Hälfte. Oh, hier liegt doch was. Da leuchtet das einfach nur so da random aus den Büschen raus. Oh, kann ich den backstabben? Geht denn das? Heftige Attacke von hinten? Nee. Okay. I guess. Weil Backstabs sind ja schon ziemlich fesch, ne? Vor allem habe ich schon festgestellt in einem Video, dass die in Dark Souls 3 sehr fetten Sound haben. Einfach so richtig basslastig und. Oh fuck, hier bin ich langsam im Wasser. Okay, ich bin gerade auch gar nicht sicher. Oh Gott, ich werde mich verlaufen. Wo gehe ich hier gerade hin? Ui! Was ist denn hier los? Shit. Hallo. Anyone? Ich finde ja besser, wenn das mit Blocken und Parieren an. Oh fuck. Nein, nein. Der sieht krass aus, dieser komische Kristall, whatever. Gehen jetzt erstmal nochmal kurz zurück, weil hier ging es ja noch irgendwo woanders lang. Ja, verzeiht mir dafür. Tut mir furchtbar leid. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Ob ich diesen Kampf meistere. So, wir gingen ja noch hier lang. Und wo ging das noch lang? Wir kamen hier. Und daher. Ah ja, hier war ja so die Main Road quasi, ne? Oder sowas. So, Moment mal. Ach so. Fail. Gut, das ist dann egal. Das schneidet sich dann hier. So. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt machen soll. Ich glaube, ich gehe erstmal weiter und gehe dann gegebenenfalls lieber nochmal zurück. Oh. Skybox. Sieht schon ganz stark aus, so. Hallo. Moment, so. Bam. Geil. Oh, da oben. Was ist das? Was? Guck mal, vor allem diese Türme, sie sind so da dran geklatscht, aber gehen halt nicht nach unten weiter. Das sieht schon crazy aus. Gott, ich habe instant Angst, dass ich hier irgendwo runterfalle. Allerdings, werde ich das Ganze ja natürlich ins Parts schneiden und vor allem aktuell ein bisschen Capture-Problem ist, werden ich den ersten Part jetzt hier beenden. Weiter geht's ja im zweiten Part. Ja, wird dann auch hier in der Infokarte verlinkt und in der Beschreibung eine Playlist und bla, falls ihr es nicht findet. Sonst auf unserem Channel vorbeischauen. Ihr findet das schon. Okay, dann würde ich sagen, bis dann.